diese Aufgabe haben wir jetzt diese drei Seiten zum Anschauen und wir sollten dann überprüfen, ob dieses Dreieck so zum Zeichnen ist. Wenn wir uns das hier anschauen, Gamma liegt der Seite C gegenüber. Darüber können wir keine Aussage machen. Also Seite-Winkelverhältnis können wir ja prüfen, ob das Ganze stimmt. Aber wir können die Dreiecksungleichung, die können wir testen. Denn eigentlich müssen ja zwei Seiten zusammen immer größer sein als die dritte. Und wenn wir das hier zusammenfassen, dann gibt es 6,5. Also funktioniert das nicht. Es geht nicht zum Zeichnen, da zwei Seiten immer zusammen größer als die übrige dritte Seite sein muss. Bei der Aufgabe B, das sind jetzt ein paar Hieroglyphen. Man sagt, A ist größer als B und B ist größer als C. Das heißt doch dann eigentlich nur, dass A die größte Seite ist, also dass der Seite A auch der größte Winkel gegenüberliegen muss. B ist die zweitgrößte Seite, da muss Beta der zweitgrößte Winkel sein. Und C ist die kleinste Seite, also muss Gamma auch kleiner, der kleinste Winkel sein. Und das ist alles, was hier drin steckt. Also die größte Seite hat den größten Winkel gegenüber und die kleinste Seite hat den kleinsten Winkel gegenüber. Alles richtig, die Seitel-Winkel-Beziehung ist erfüllt. Bei der Aufgabe C, da kann es ja eigentlich nur diese Dreiecksungleichung sein. Das heißt, wir müssen überprüfen, ob zwei Seiten zusammen immer größer sind als die dritte. Also nehmen wir die zwei kleinsten Seiten, die geben zusammen 8,5. Das ist größer wie die dritte Seite. Alles richtig, die Dreiecksungleichung ist erfüllt. Bei der Aufgabe D steht dran, Gamma ist 90 Grad. Heißt doch also, dass der Winkel Gamma der größte Winkel sein muss, weil wenn noch ein Winkel dabei wäre, der größer wäre, dann gibt es kein Dreieck mehr, weil sie zusammen schon über 180 Grad in der Winkelsumme haben. Heißt doch auch, dass wenn das der größte Winkel ist, dass die gegenüberliegende Seite, also C, die größte Seite sein muss. Und hier steht, dass die Seite A größer ist als C. Und das ist falsch, geht nicht. Denn wenn A größer ist als C, dann müsste auch der Winkel Alpha größer sein als Gamma. Und das geht nicht, dass ein Winkel größer ist als 90 Grad. Das wäre, wie gesagt, dann kein Dreieck mit einer Innenwinkelsumme von 180 Grad. Bei der Aufgabe E, da haben wir hier wieder drei Seiten und einen Winkel Gamma. Schauen wir uns das Ganze an. Diese Dreiecksungleichung von hier ist ja erfüllt, das haben wir ja vorhin schon rausgefunden. Das heißt, es muss irgendwas mit dem Seite-Winkel-Verhältnis nicht ganz stimmen. Also, hier, die größte Seite ist, oder C ist 3,5, das ist die kleinste Seite, die liegt diesem 60-Grad-Winkel gegenüber. Das heißt doch, wenn das die kleinste Seite ist und der Winkel dazu passt, dann müssen die beiden anderen Winkel größer sein als 60 Grad. Also diese Seite ist die kleinste, dann ist die Seite größer, also muss auch der dazugehörige Winkel größer sein als der. Und die Seite ist noch größer, also muss auch der zugehörige Winkel noch größer sein als der. Und das geht nicht. 60 plus über 60 und nochmal über 60 gibt über 180 und damit passt es nicht. Ja? Hier der Winkel wäre Alpha, hier der Winkel wäre Beta und die wären beide über 60 Grad, damit das hier stimmen täte, das Seitenwinkelverhältnis und deswegen geht diese Aufgabe nicht.